Hallo, also herzlich willkommen zu Survival Games 3 vom Team Variety. Die spielen wir heute und ich werde versuchen, um Spawn zu laufen, weil ich diese Map will, also will ich überhaupt nicht gut kann. Und ja, ich hoffe, dass es gleich einfach mal hinhaut. Ja, und da haben wir direkt etwas extrem Geiles gekriegt. Also, wir haben wirklich Rüstung-like Boss, aber. Die sind so kahl, den töte ich direkt mal, ne? Weil, also wenn ich das jetzt schaffe, weil ich wahrscheinlich fail ich lieber erstmal. Ja, weiter geht's. Kumpel, komm. Nein. So geil. Lässt sich doch bestimmt jetzt gerne töten, oder? Weil der ist so bewaffnet, ne? Aber. Scheint haut er ja ab. Da würde ich auch machen. Habe ich doch das Steinschwert genommen? Leider nicht. Das ist übrigens jemand, ich weiß nicht, ob der was hat, aber den kann man einfach mal töten. Vielleicht sieht er uns ja noch nicht. Wenn das so wäre, wäre es natürlich extrem geil. Ich glaube, der hat uns noch gar nicht gesehen. Der rennt aber ganz schön, ne? Also, vielleicht hat er das doch schon bemerkt. Das kann natürlich schon sein. Nein, und da genau, da haben wir dann, ich sag mal, unsere Waffe gedroppt und jetzt weiß er, dass wir halt bewaffnet sind. Das läuft er erst recht in die Scheiße weg. Er hat Angst, können wir ja auch wissen. Steinschwert! Okay, haben wir gleich was zu essen und ein Steinschwert bekommen. Sehr weit weg. Das ist schon das erste Urteil, was ich jetzt hier lassen kann. Dann, ich werde jetzt erstmal weiter nach da hinten gehen. Ich habe diese Karte wirklich, also ich habe die relativ selten gespielt. Und wenn ich sie gespielt habe, dann habe ich meistens wirklich also extrem gefailt. Also ich bin dann meistens irgendwie verhungert oder ich habe dann Holzschwert bekommen und habe dann. Irgendwie habe ich dann ein wenig Hunger und habe ich total wenig Leben gehabt und wurde ich dann von irgendjemandem getötet. Also ich war nicht wirklich gut, sagen wir es mal. Das hier. Vorhin. Angel macht keinen Schaden, voll raus. Ja, ich will nichts von dem. Nein, geh weg, lass mich. Das ist ein Kerl schon wieder Kugel, als hätte er keine Angel benutzen. Und da haben wir ihn erledigt. Den nächsten. Ich weiß jetzt nicht, wo ein anderer Spieler ist, aber ich traue jetzt dem ganzen Scheiß nicht so richtig. Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Hose. Also es würde schon ein einzelner Spieler mit Holzschwert ausreichen, um zu killen. Und deswegen müssen wir jetzt aufpassen. Aber wir sind jetzt wieder relativ gut equipped. Aber ich verliere es wahrscheinlich wieder trotzdem einfach nur zu dunkeln, den ganzen Stand mal zu halten. Ich muss jetzt wirklich vorsichtig spielen. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der besser equipped ist, lieber wegrennen. Und dem mal eine Kiste geben oder gönnen, anstatt jetzt mutig in den Kampf zu gehen und sagen, ja meine Kiste, muss mich erst killen, weil das ist einfach nur das Dümmste, was wir machen können. Also wir müssen selber wissen, ob ihr im Spiel bleiben wollt oder lieber halt verliert. Wie wollen wir hier so viel Kuchen? Finde ich auch etwas seltsam. Aber in der Kiste war auf jeden Fall auch schon jemand zu 125%, weil hier so wie, es kennen ja Leute, also hier gibt es Leute, ernsthaft, gönnen. Nee, weil alle sagen, dass Leute ihre bestimmten Routen hier haben, aber ja, dann scheint ja doch wie ich also relativ gut zu laufen heute mal für uns. Nein, ich kenne ihn mehr, wirklich nicht. Also ich lüge euch jetzt hier nicht an, nur um gut rüberzukommen. Sondern ich kenne ihn mehr wirklich nicht. Ich hab die zwar schon ein paar Mal gespielt, das habe ich natürlich, aber da habe ich dann halt wirklich eher Best of Fail gemacht. Dann war ich nicht.
Egal, wir sind auf jeden Fall schon mal gut equipped. Also wir können jetzt auch schon stärkeren Spielern auf jeden Fall schon mal ins Auge sehen, sag ich mal. Ich bin nebenbei extrem erkältet, also bitte jetzt nicht aufregen. Du hast geschnieft. Also hier wird auf jeden Fall schon jemand sein, weil hier ist glaube ich irgendwo der Tempel dann gleich. Alter und Alter, diese Ladefehler, na, die regen mich auch schon wieder richtig auf. Nee. Ladefehler helfen manchmal, um Kisten zu finden, ne? Aber sonst nie. Alter, 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 leck das. Sorry jetzt für euch hier als Zuschauer. Aber. Lol. Ich habe jetzt gerade mal die Graf, also die Sichtweite etwas wieder etwas hoch und runter gedreht. Ich glaube, das muss jetzt wieder besser funktionieren. Da hinten war irgendwo noch das Dorf, aber ich weiß jetzt, ich war nur einmal im Dorf, dann hatte ich diese Runde hier einmal gewonnen. Ich glaube, das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Das war aber dann auch so ein bisschen genug, weil ich hatte vorher mal bei einem LP ja, ich sag mal hier was drüber geguckt und dann kannte ich mich hier so ein bisschen aus, aber dann habe ich die Karte nie wieder gespielt. Das ist irgendwas Interessantes zu wollen. Da gehe ich auf jeden Fall mal hin. Die Karte ist relativ groß und das mag ich an der Karte, weil sonst, es gibt andere Karten, da rennt man sich schon keine Sekunden und man rennt schon anderen Spielern direkt wieder vor die Füße. Auf jeden Fall noch ein Steinschwert. Nehmt Steinschwert dann halt auch immer mit, weil Holzschwerter kann man noch so eben entbehren. Aber macht das bei jeder Art von Waffen, weil ich jetzt nicht hoffe, das ist Zeitverschwendung. Weil wenn ein Spieler eine Waffe findet, hat er immer die potenzielle Chance, euch zu töten. Egal wie schlecht die Waffe auch sein sollte. Der kann euch damit dann killen, wenn es irgendwie eine gute Position hat. Es ist zwar extrem unwahrscheinlich, aber es kann nun mal passieren. Und die Holzschwerter werde ich deswegen noch nicht wegwerfen. Also wenn dann nur ins Wasser und dann extra da, wo es sie halt keiner findet. Eigentlich hätte ich das eigentlich hinter der Insel da vorne machen sollen. Aber weißt du, was ich nur nie mit. Weil so wichtig sind die jetzt noch nicht. Also so wichtig, so unwichtig geworden sind die jetzt noch nicht. Und das heißt, wir können die noch ein bisschen usen. Ist hier dann irgendwas? Nee. Sah auch von Anfang an hier so aus. Ja, ich war hier einmal in diesem Ding hier drin, aber hier war damals nichts und ich habe es damals auf einem anderen Shirt-Server gespielt, deswegen hatte ich gedacht, ach, vielleicht kann ja was für ich sein. Tommy, den habe ich irgendwann gehört auf Golden Diplomatica. Auf einem anderen Server. Da war ich glaube ich mit irgendeinem Tommy. Es gibt keinen Tommy hier. Nee. Ich dachte nur, ich war so ein bisschen irritiert. Tommy, Herr WTF, kennst du doch. Den Namen irgendwo her. Die Küste sieht auf jeden Fall gar nicht mehr so scheiße aus. Was haben wir da irgendwas? Nee. Das Dorf. Ja, kurz aber die Sichtweite verstellen. Ne? Und wieder ändern. Auf 12 Chancen, damit das Spiel auch noch flüssiger läuft. Das müsst ihr zwischendurch mal machen, weil, also bei mir ist das zumindest so, manchmal halt es sich dann so ein bisschen ab und dann muss ich einmal kurz die Sichtweite runter und wieder aufdrehen. Weil so spielt ihr mit so einer scheiß Sichtweite und dann seht ihr nicht das vor euch ein Spieler und dann Happy Birthday und seid ihr von draußen. Ich habe noch keinen Level, aber wenn ich jetzt noch zwei Linksflaschen, zwei Erfahrungsflaschen finden würde, dann könnte ich auf jeden Fall meinen Steinschwert oder also meinen Brustpanzer verzaubern. Ich würde das mit dem Brustpanzer machen, weil es für Hörnchen schwer ein Eisenschwert finde, ist es eigentlich ein bisschen sinnlos gewesen. Aber ja, überall durch. Ist auch nichts mehr.
bis zum Showdown sind es noch 730 Sekunden ungefähr. Ist jetzt etwas weniger. Hier habe ich damals mal. Die auf diesem Map habe ich damals einmal gewonnen. Ich erinnere mich, die Kiste will ich schon wieder sein. Ja, solche Orte wie Dörfer und so, das merken sich natürlich alle. Weil die wissen, ja, also hier war quasi meine Zivilisation. Hier muss es etwas geben. Ich gehe jetzt mal runter zum Wald. Was ist das denn? Egal. Ich habe mich nachher nur ein bisschen gewundert, warum da so was leuchtet, aber. Da geht es übrigens wieder zurück zum Sport, zum Spawn. Und wieder einmal die Sichtweite. Höher. Und niedriger drehen, weil ich will jetzt hier nicht mit so einer scheiß Sichtweite spielen. Dann ist es nämlich so, dann kommt einfach nur ein Spieler. Das Ding lädt hier einfach nicht nach. Ich hoffe, dass jetzt jemand im Spawn ist, den wir vielleicht überraschen können, weil dann haben wir nur eine Chance. Hier, also der besser equipped ist, weil wir sind eigentlich relativ scheiße equipped. Also sagen wir es mal. Also, Eisenstein, nein! Piesel dich, Kumpel, Alter. Das wird sie gleich mal verrecken. Komm! Ja, ich weiß, dass du es gleich. Ah, da haben wir ihn, geil. Fort auf die Insel, Direkt. Ich hoffe, dass jetzt nicht nur was liegt. Bisschen besser equipen und zwar sofort. Sofort was fressen. So, der hatte einen Bogen, Den Bogen ausrüsten. Sehr nice, Alter. Yeah! Da liegt immer noch was. Eine goldene Karotte, aber die bringt nichts. Ich würde das Steinschwert auch gerne mitnehmen. Mal zurück, da war da irgendwas anderes Gutes. Du sagst sogar noch eine Eisenbüse, kann sein. Wir haben Full Iron. Love and Peace, Alter. Genial. Das Schwert nehme ich ja noch. Das Schwert nehme ich hier noch gerne mit. So. Ich werde mich da aber gleich in die Mitte stellen, weil da haben wir einen taktischen Vorteil. Der Spieler hat einen Bogen sehr viel geliefert. Bis zum Showdown gleich schon viel kürzer. Viel besseres können wir jetzt eigentlich gar nicht mehr kriegen. Wir haben legendär gekämpft. Also der hatte viel geilere Rüstung. Bestimmt mindestens 2 Punkte besser. Wie viele Kills haben wir jetzt? Wir haben schon 2 wieder. Ja, also auf diesem Server habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen gereiften. Also ich bin wirklich besser geworden. Also damals musste ich dann mit Ach und Krach, habe ich dann vielleicht mal einen gekillt und danach bin ich direkt verreckt. Jetzt kriege ich Punkte meistens so 2, 3 oder 4. Manchmal. So, ich habe einer Runde habe ich mal 9 Leute gekriegt. Und dann habe ich am Ende habe ich dann im Finale gefailt. Weil ich noch eine Goldschuhe nehme ich mit. Jetzt kann ich die Lederschuhe wegwerfen. Die Waffe noch. Dafür kann ich dann auch noch irgendwas. Schlechtes wegwerfen, was tue ich? Egal. Ist ja nur ein Lederbuspanzer. So. Wartet mal, ich habe eine richtig geile Idee. Wir wollen ja hier nicht mehr getroffen werden, ne? Ach, schade. So.
Die Schuhe habe ich noch mitgenommen, halt, weil die sind besser. Kann ich mir hier noch einmal kurz zwei Brote machen. So. Ach, die Kisten. Wo die gefüllt? Geil. Goldapfel. Das ist vielleicht auch irgendwas richtig Geiles drin. Die ganzen Holzschwerter rein, weil die brauchen wir nicht. Können wir das ganze geile Zeug mal mitnehmen. Goldschuhe, ja komm, die Goldschuhe, die ich glaube, die brauchen wir nicht. Die werden jetzt nicht so vonnöten sein, aber Eisenhosen und sowas, die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ja, Leder kann ich mal kurz behalten. Aber so. Ich will mal was weiteres ausprobieren. Apfel. Ja, die sind die ganzen schlechten Sachen. Steinschwert nehme ich auch noch mit. Und das hier auch noch für dieses Stück Fleisch. Das werden wir jetzt auch nicht mehr aufnehmen. Das ist jetzt auch nicht in Arsch stecken. Also von daher, ich glaube, wir bewegen uns jetzt nicht mehr vom Spawn weg, oder? Ich hätte jetzt gehofft, dass da vielleicht irgendwo noch ein Eisenschwert drin ist, aber das wird dann halt wahrscheinlich jemand anders gefunden haben. Gab es irgendwo noch mehr Pfeile? Ja, so. Dann Goldhelm, so. Keine Pfeile. Also den haben wir gerade wirklich legendär in der Mitte besiegt. Also das muss man wirklich einfach mal sagen. Das ist einfach dieses legendäre Kämpfen, weißt du? Das kann ich wirklich nur als Tipp geben. Ihr müsst einfach in den Kampf reingehen. Wenn der Gegner stärker ist, dann ist auch egal. Weil ihr müsst einfach in den Kampf reingehen. Einfach draufschlagen, wie der Wilde. Weil dann klappt es auch. Aber nur dann. Nicht wenn ihr da die ganze Zeit wegrennt, weil dann wird ihr euch öfter mal treffen, dann habt ihr wenig Leben und dann. Tja. Wie war denn das eigentlich alles so drin? End Your Ways, das sind wir. Nur ein Suira. Das hasse ich auch mal so ein bisschen. Die geben sich richtig scheiß Namen. End Fan, das war der Typ, der uns vorhin begegnet ist. Der Lizard und der Walter. Also ich kann den jetzt nicht spectaten, ich will das natürlich direkt machen. Vor allem eine ganze Lederrüstung. Und eine halbe. Ja, komm, DK nochmal. Das wär viel besser. Alter, das ist legendär. Das wird jetzt umgerechnet in Minuten. Muss ich einfach. Das sind etwas über 3 Minuten. Das sind 3 Minuten 40 Sekunden ungefähr. Was? Wo? Fragezeichen. Iron. So, ich glaube, jetzt hat er die Sprache sogar verstanden. Ernsthaft? Alter, willst du mich verarschen? Das passiert auch immer in den geilen Runden, ne? Harry Mo, was ist das? Ich beende jetzt hier mal die Aufnahme. Aber bis zum nächsten Mal. Und ich glaube, dieses Mal war die Runde wie ich ja nicht schlecht. Tschüss.